Zum Sport. Durch die Pandemie muss das Leben neu gedacht werden und es entstehen kreative Lösungen, weil das Alte nicht mehr möglich ist, etwa beim Graz-Marathon. Er kann heuer nicht als Massenevent ausgetragen werden, dennoch sind mehr als 3000 Athletinnen und Athleten mit dabei. Möglich machen es das Internet und eine eigene App. Bilder wie diese aus dem Vorjahr gab es beim heurigen Graz-Marathon nicht. Die Straßen blieben diesmal leer. Trotzdem wurde gelaufen, vor allem entlang der Mur. Die Teilnehmer starteten selbst auf einer Handy-App den Bewerb und wählten ihre eigene Strecke. Ich werde im Augarten starten und meine Halbmarathon-Distanz Richtung Süden laufen. Ich glaube bis Werndorf. Ja. Bin jetzt die halbe Strecke abgefahren. Also ich laufe jetzt vom Augarten Richtung Murkraftwerk runter, weil da einfach wenig Ampel sind. Und dann, ja, und App ist eigentlich ganz coole Sache. Man drückt auf Start, ladet sich davor die App machen. Also nichts Kompliziertes, ist dann super Gang, ja. In Graz waren heute viele Sportler unterwegs, trotz des kühlen und feuchten Wetters. Da ist es ein Vorteil, dass der Marathon heuer ein Hybrid-Run war, an dem man auf der ganzen Welt teilnehmen konnte, wie beispielsweise hier im sonnigen Barcelona. Das Jahr ist für alle nicht leicht und ich denke, wir alle vermissen die Wettbewerbe. Auf diese Art und Weise konnte ich mich zumindest heute wieder mal richtig motivieren. Ich wünsche allen noch eine gute Erholung. Auch in Kenia wurde der Graz-Marathon heuer gelaufen. Eine Gruppe aus rund 50 Athleten nahm daran teil, mit offiziellen Startnummern. Wir haben jetzt 3000 Teilnehmer gehabt und das ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, die beste Lösung gewesen. Und wir sind froh, dass der Graz-Marathon in der Art und Weise auch durchgeführt worden ist. Wir haben einfach sehr viele internationale Topstars auch mit dabei, die wir sonst nie in Graz gehabt hätten. Auch wenn es bei der Zeitnehmung mit der App heute Probleme gab, soll es die Hybrid-Variante im kommenden Jahr wiedergeben. Hoffentlich neben dem gewohnten Marathon mit tausenden Teilnehmern.